Willkommen beim Aha-Effekt, unserem Trivia- und Fun-Facts-Format. Wir denken heute mit Portalen und verraten euch alles über Valves Kultspielreihe. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. 2005 brachten ein paar Studenten des DigiPen Colleges ein Indie-Spiel namens Nabacula Drop heraus. Entwickler und Publisher Valve war von der Portalmechanik in Nabacula Drop so beeindruckt, dass sie kurzerhand das gesamte Team hinter dem kleinen Titel anheuerten. Die etwa siebenköpfige Gruppe von Entwicklern werkelte bis 2007 schließlich am ersten Portal. Einige Dinge von Nabacula Drop erkennt man in Portal sogar wieder, etwa die orange-blaue Farbkodierung der Portale. Andere Dinge wurden wiederum gestrichen. In Nabacula Drop war es zum Beispiel noch möglich, ein Portal durch ein anderes Portal hindurchzuschießen. In Portal 2 findet sich sogar eine Anspielung auf Nabacula Drop mit einem gleichnamigen Achievement. How can you fail at this? It isn't even a test. Wusstet ihr, dass sich der Name GLaDOS aus dem weiblichen Vornamen Gladys und der Abkürzung DOS für Disk Operating System zusammensetzt? Im Spiel ist der Name ein Akronym für Genetic Lifeform and Disk Operating System. Die Sprecherin von GLaDOS, Ellen McLain, ist die einzige Stimme, die in allen Spielen der Orange Box vorkommt. Sie spricht nämlich auch die Combine Overwatch in Half-Life 2 und die Administrator in Team Fortress 2. Das hört sich dann so an. You are always a disappointment. Attention ground units. Mission failure will result in permanent off-world assignment. In der frühen Konzeptphase gab es verschiedene Designs für GLaDOS, etwa das ringförmige Disk-Design, das im finalen Aussehen scheinbar als Basis für GLaDOS Körper fungiert. Valve dachte sogar über ein schwebendes Gehirn, spinnenartige Cyborgs oder eine umgedrehte Roboterversion des Botticelli-Gemäldes Die Geburt der Venus nach. Die verschiedenen Personality-Cores sollten in der letzten Version blau leuchten. Chell sollte ursprünglich gar nicht die Protagonistin von Portal 2 werden. Ein Charakter namens Mel sollte diese Rolle übernehmen. Spieletester waren jedoch enttäuscht, dass sie GLaDOS nicht wiedererkennt. Schließlich wurde Mel nur zur Koop-Partnerin. Ihr Platzhaltermodell ist lediglich eine neu eingefärbte Version von Chell gewesen. Letztendlich wurde Mel komplett aus dem Spiel entfernt, da Valve sich dazu entschieden hat, die Roboter Atlas und Peabody in der Koop-Kampagne einzuführen. Test chamber completed. Continue testing. Habt ihr euch nicht schon immer gefragt, wer die ganzen Zeichnungen an den Wänden von Aperture Science hinterlässt? Im Comic Portal 2 Lab Rat wird Doug Redman eingeführt, der einzige überlebende Wissenschaftler der Forschungseinrichtung, der eben diese Zeichnungen für Chell hinterlässt. Cave Johnson sollte in der frühen Entwicklungsphase ein Sidekick des Spielers in Form einer künstlichen Intelligenz werden, also wahrscheinlich so etwas wie Wheatley. Im Laufe der Geschichte sollte er seine Menschlichkeit zusehends verlieren und schließlich eine Roboterrevolution anführen und zum Oberbösewicht werden. Do it from scratch. Spare no expense. And never cut corners. Well, that's a corner-cutting machine. We obviously cut them there. Portal 2 sollte in der frühen Entwicklungsphase ohne Portale auskommen. In einem Prototypen namens F-Stop Portal 2 sah man ein alternatives Intro zum Spiel. Was genau die neue Spielmechanik in F-Stop gewesen wäre, ist nicht bekannt, da Valve sie eventuell in zukünftigen Spielen noch verwenden will. Spieletester waren durch die Bank weg enttäuscht, dass es keine Portale im Spiel gibt. Gabe Newell, Chef von Valve, bat das Entwicklungsteam von Portal 2 schließlich den eingeschlagenen Weg zu überdenken. Hello. You have been detained. In the relaxation vault. Als Mel noch der Hauptcharakter und Cave Johnson noch der Antagonist von Portal 2 sein sollten, gab es einen weiteren Roboter namens Betty, auch Gyroscopic Liability Absolver and Disk Operating System genannt. Der Roboter wäre jedes Mal erschienen, wenn man eine neue Test Chamber betreten hätte. Anschließend hätte er einem alle Disclaimer und Warnungen runtergerattert, die Aperture Science vor jeglichen rechtlichen Folgen für Verletzungen bei der Aussetzung von Gefahren bei Tests schützen. Auf der E3 2010 zeigte Valve ein Video zu Portal 2 mit dem Namen Meet Wheatley. Dort hat Wheatley noch eine Platzhalterstimme mit einem englischen Cockney-Akzent. Das kam so gut an, dass Valve überlegte, die Stimme für das finale Spiel zu nutzen. Now they told me I'm never, never, ever to disengage myself from this rail or I will die. But we're out of options here. So look, get ready to catch me on the off chance. I'm not dead the moment I pop off this thing. Schließlich fiel die Wahl aber doch auf Stephen Merchant. Wheatley hat sogar einen Gastauftritt in Skyrim. Im offiziellen Mod Fall of the Space Core Volume 1 kann man ihn im Skill-Menü herumschweben sehen. Die Advanced Knee Replacement-Technologie, die Chell erlaubt, keinen Fallschaden zu nehmen, stammt ursprünglich von einem Gegner in Half-Life 2.
die Combine Assassin, die während der Entwicklung allerdings gestrichen wurde. Überhaupt wurden die fortschrittlichen Super-Kniestütze nur eingeführt, weil Spieletester es für unglaubwürdig hielten, dass Chell metertiefe Stürze überleben kann. Wusstet ihr, dass man den Koop-Roboter Peabody auch in der Singleplayer-Kampagne sehen kann? In Wheatleys Testchamber erblickt Peabody den Spieler und rennt anschließend panisch durch das Exit. Im Video Portal 2 Perpetual Testing Initiative sieht man eines der Comicfigürchen das Meet the Pyro Video für Team Fortress 2 schauen und das noch 2 Monate bevor selbiges überhaupt veröffentlicht wurde. Achtung, Spoiler zum Ende von Portal 2. Die Idee, mit der Portalkanone auf den Mond zu schießen, sollte es ursprünglich nur als Easter Egg in das Spiel schaffen. Bereits in den ersten Minuten sollte man die Möglichkeit bekommen, auf den Mond zu schießen. Anschließend würde man hindurchgesogen und sterben. Sogar ein alternatives Ende sollte dann abgespielt werden. Das war's mit der Portal-Folge beim Aha-Effekt. Wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Folgen des Aha-Effekts, könnt ihr die hier posten. Bei Giga gibt's einen extra Vorschlagsartikel, wo wir die alle sammeln und von denen nehme ich dann was und da wird dann eine zukünftige Folge draus. Wenn ihr wiederum mehr über Bioshock erfahren wollt, dann könnt ihr euch hier die letzte Folge angucken. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.